Hallo und herzlich willkommen, hier ist Bea von gamers-palace.de und ich habe heute für euch The Kind Chamomile dabei. Das Spiel ist gerade bei Kickstarter noch und wartet dort auf eure Unterstützung. Und ich dachte mir, wir werfen mal einen Blick in die Pre-Alpha-Demo rein. Denkt dran, das Spiel ist noch in Entwicklung. Und ich drücke mal auf Play. Wir spielen im Grunde... Okay. Man kann hier also auch einstellen, wie also so ein Counter quasi. Und das Spiel selber ist über die kleine Maus Chamomile hier, die wir hier spielen, die im Grunde zum Geburtstag ihrer Oma unterwegs ist, hier auf dieser wunderschönen Insel und unterwegs eben die Insel erkundet, andere Tiere trifft und verschiedene Aufgaben erledigt, um diese glücklich zu machen. So. Wir können winken, okay. Können wir auch rennen? Nein, okay. Dann rennen wir eben nicht, sondern Chamomile und ich laufen einfach ganz entspannt hier durch und folgen da vorne dem Weg. Hier ist auch die Karte der Insel, die ich nicht angucken kann. Können wir reinzoomen? Nicht so richtig. Okay. Der Grafikstil ist echt niedlich. Und erinnert mich so ein bisschen an A Short Hike. Ist das eigentlich ein Fuchs oder eine Katze? Ja, eine Katze, die mir da folgt. Schon voll süß. Oje, Häschen. Nicht ins Wasser laufen. Ein bisschen bockig ist Chamomile hier und möchte nicht immer mit mir laufen und springen, aber das ist okay, das Spiel ist immer noch in Entwicklung. Irgendwie fehlt ihr so zum Teil die Beinanimation. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob es tatsächlich an meiner Internetverbindung liegt. Ich spiele das Ganze über einen Shadow. Oder an der Demo selbst. Also. Mal gucken. Oh, noch so ein zwei Häschen sogar. Ah, hier läuft sie ein bisschen flüssiger. Dann liegt es vielleicht doch an der Demo und nicht an mir.
Oh, ein Reh. Und da ist auch ein anderes Tier. Kann ich mit den Rehen interagieren? Hallo, Reh. Oh, ich kann durchlaufen. Oh. Dann nicht. Wo ist denn das, das andere Tier? Hallo? Schaf. Did I take it with me to my bench by the shore? Okay. Sie hat also irgendwo auf einer Bank einen Eimer mit Tomaten vergessen. Vor allen Dingen geht es in The Kind Camomile darum, eben Freund, da darf ich nicht weiter. Oh. Oh, sie ist kaputt gegangen. Freundlichkeit zu zeigen und dass man eben sich auch mal Zeit für andere nimmt und nicht nur für sich selbst im Grunde. Und das gefällt mir ganz gut. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass die Demo mehr mit mir arbeitet. Aber das sieht leider nicht so aus. Das heißt, wir nehmen mal da drüben noch die Treppe. Komm schon. Oh, ich mag wirklich diesen Stil, der ist freundlich und entspannend und absolut ruhig. Ah, jetzt geht sie wieder, okay. Offensichtlich kann ich in der Demo Camomile auch kaputt machen. Aber da ist noch jemand, ein Dachs. Das kann ich in ihrem aktuellen Status, kann ich ihn so nicht erreichen, den Dachs. Dachs. Oh nein, die Katze ist auch ins Wasser gelaufen. Okay, das wirklich ein sehr schwieriger Akt ist, gerade mit Chamomile zu laufen, weil das irgendwie nicht funktioniert. Gehen wir noch da hoch. Und dann habt ihr allerdings schon mal einen sehr schönen Einblick ins Spiel bekommen. Jetzt mal von der technischen Seite ganz abgesehen, aber allein von der Idee her und der Grafik und alles. Und dafür, dass es noch in der Entwicklung ist und gerade die Kickstarter-Kampagne läuft, dafür ist es doch echt schön, also.
mal hier, was bist denn du? Ein Maler. Oh, malt er echt das Bild? Also, ja, er malt ein Bild, aber. Er will rote Blumen, okay. Die ihm schon reichen? Bestimmt kann ich sie nur nicht pflücken. Ich packe euch auf jeden Fall in die Beschreibung noch den Link zur Kickstarter-Kampagne mit rein, sodass ihr, wenn ihr es unterstützen wollt, das Ganze natürlich auch direkt findet. Es ist wirklich ein schönes Konzept und ich mag den Grafikstil unheimlich und auch die Idee, mal ein Spiel zu schaffen, in dem ich halt freundlich sein muss quasi und in dem ich wirklich auf andere zugehen und anderen zuhören kann und nicht wie üblicherweise ich mich irgendwo durchmetzle, denn dafür sind wir Gamer doch auch gar nicht mehr gemacht, oder? Wir nehmen mal noch die Treppe, weil sie so hübsch aussieht und kein Geländer hat, würde ich ja nie im Leben, im richtigen Leben drüber laufen. Ach, okay, ich guck mal, ob ich sie. Aha. Okay, cool. Dann, ich bin gerade vom Controller auf die Tastatur vom Laptop gewechselt und das ist. Huch. Cool, jetzt habe ich Grafikfehler ausgelöst. Aber das ist, oh je, deutlich angenehmer. Guck mal, wie flüssig sie läuft. Als mit dem Controller, was auch immer mit dem Controller los ist. Weil das Drehen der Kamera funktioniert mit dem Controller super, nur das Laufen offensichtlich nicht. Dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe, denn es liegt tatsächlich an mir. Also, dann steuere ich sie gerade mit WASD. Die Kamera drehe ich tatsächlich mit dem Controller, weil mir irgendwie dann doch. Wartet mal, kann ich die Kamera. Nee, ich weiß nicht, womit ich sonst die Kamera drehen kann. Also hier oben habe ich es dann doch ein bisschen kaputt gemacht. Also wir halten trotzdem fest, das Spiel ist noch in Entwicklung und braucht wahrscheinlich noch so seine Zeit. Witzig, dass das am Controller liegt. Hätte ich echt nicht gedacht. Also, da der normalerweise relativ gut funktioniert. Na gut, man lernt ja nie aus. Auch in der Videospielbranche nicht. Das heißt, ich sehe nichts mehr. Ah, so viel Fell. So viel Gras natürlich. Aber dann können wir doch gucken, ob wir jetzt noch den Eimer finden mit den Tomaten drin. Für die gute Dame.
Irgendwie kann ich mich hier an keine Bank erinnern. Hübsch. Oh, schön mit Wasserfall. Das ist doch hübsch. Ich glaube, ich würde hier nur rumlaufen und mir das Gebiet angucken. Hoffentlich gibt es dann Sammelobjekte, wenn es soweit ist. Oh, hi. Warum fliegt er nicht rüber? Ah, ich löse schon wieder Grafikfehler aus. Oh, was ist das? Kann ich nicht einsammeln? Okay. Aber das hier. Oh, was ist das? Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Finde ich irgendwo. Also ich habe irgendwas eingesammelt. Ach, das könnte der Eimer. Das ist die Bank. Ah! Dann können wir jetzt wenigstens das der guten Hasenfrau zurückbringen. Und haben immerhin schon eine Aufgabe erledigt. Auch wenn der Controller uns am Anfang manipuliert hat. So weit ist die gelaufen. Schon ein bisschen heftig. Ist ja doch noch eine ganze Ecke bis zu ihrem Häuschen da vorne hin. Und hier ist immer noch diese unsichtbare Wand. Ah, sie gibt mir dann die Würmer. Ah, verstehe. Und dann bringe ich die Würmer zu dem Mann. Geil, das machen wir jetzt fertig. Und dann kann der nämlich angeln. Hey, hier geblieben. Aber der gibt mir jetzt nichts weiter. Okay, gut. Das soll jetzt auf jeden Fall als Einblick zu The Kind Camomile gewesen sein. Ich denke, wenn das Spiel dann irgendwann fertig ist,
mache ich mit euch ein komplettes Let's Play dazu. Aber dann könnt ihr hier nämlich schon mal einen kleinen Einblick bekommen. Wie gesagt, die Infos zur Kickstarter-Kampagne und so weiter packe ich euch in die Beschreibung selbst rein. Und wenn ihr noch ein bisschen Geld übrig habt, unterstützt doch The Kind Chamomile auf Kickstarter. Das ist wirklich ein schönes Projekt. Und spielt die Demo nicht mit dem Controller. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.